Ganzes Tabletop-Regelwerk auf einem Blatt Papier geht. Ich zeige euch wie. 1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Jörg und heute möchte ich euch One-Page-Rules vorstellen. One-Page-Rules ist eine Reihe von Tabletop-Regelwerken für verschiedene Settings und Spielgrößen. Das Markenzeichen, die Regeln passen auf eine Seite. Es gibt Systeme für Fantasy und Science-Fiction sowie normale und Skirmisher-Regelwerke. Im Speziellen will ich euch heute Grim Dark Future vorstellen, das Sci-Fi-Regelwerk, das dieselbe Nische bedient wie unser altbekanntes 40k. So, schauen wir uns die Regeln an. Da die wirklich auf eine Seite passen und damit echt schnell selbst durchgelesen sind, werde ich hier auch nur einen kurzen Abriss davon geben. Der erste wichtige Unterschied ist, dass im Gegensatz zum 40k die Spieler nicht alle ihre Einheiten auf einmal aktivieren, sondern abwechselnd. So wird es euch bei Grim Dark Future eher selten passieren, dass die Hälfte eurer Armee zerschossen wurde, bevor sich die erste Einheit überhaupt bewegen darf. Und es gibt dem Spiel eine neue taktische Dimension. Für eine aktivierte Einheit wählt der Spieler eine von vier Aktionen. Jede dieser Aktionen gibt eine feste Bewegungsreichweite vor und ob die bewegte Einheit am Ende ihrer Bewegung schießen oder nahkämpfen darf. Spannend hierbei ist, dass auch der Charge eine feste Reichweite hat und nicht gewürfelt wird wie bei 40k. In unserem Beispiel hier bewegen sich unsere braven Gardisten 6 Zoll auf den Ork zu und schießen. Nun geht's ans Würfeln. Alle Modelle bei Grim Dark Future haben zwei Werte, Quality und Defense. Moment, nur zwei Werte? Geht das überhaupt? Ich war auch erst skeptisch, aber es geht erstaunlich gut. Unsere Gardisten möchten schießen und müssen dazu pro Attacke einen Wurf ihren Quality-Wert bestehen. Jeder Erfolg ist ein Treffer. Das Ziel, der Ork, muss nun für jeden Treffer einen Wurf gegen seinen Defense-Wert machen. Jeder Misserfolg führt zu einer Wunde. So einfach. Zweimal würfeln, fertig. Ziemlich schnell. Nun möchte unser Ork-Boss mit unseren Gardisten in den Nahkampf gehen. Dazu bewegt er sich 12 Zoll und muss im Base-Kontakt mit mindestens einem Modell kommen. Nun wird's spannend. Anders als beim 40k müssen sich nun die Verteidiger bis zu 3 Zoll auf den Angreifer zu bewegen, um im Base-Kontakt oder so nah wie möglich zu kommen. Es gibt bei Grim Dark Future also keine Slingshot-Manöver. Das Kämpfen funktioniert genauso wie das Schießen. Der Angreifer würfelt gegen Quality, der Verteidiger gegen Defense. Anschließend schlägt der Verteidiger zurück. Einzige Ausnahme, hat eine Einheit in dieser Runde schon mal in einem Nahkampf angegriffen, würfelt sie in folgenden Nahkämpfen bis zum Ende der Runde gegen die unmodifizierte 6. Am Ende des Nahkampfs bewegt sich der Angreifer 1 Zoll weit zurück. Wurde eine der beiden Einheiten zerstört, darf sich die andere Einheit 3 Zoll weit bewegen. Die Einheit mit den meisten verlorenen Modellen muss einen Moraltest ablegen. Moraltests werden ebenfalls gegen den Quality-Wert gewürfelt. Hat eine Einheit mindestens die Hälfte seiner Modelle verloren, wird dieser Test fällig. Einheiten, die den Moraltest verpatzt haben, sind gepinnt und dürfen bis zum Ende ihrer nächsten Aktivierung nicht handeln. Treffen im Nahkampf nur auf die 6 und patzen automatisch bei weiteren Moraltests. Ist eine Einheit unter halber Stärke und verpatzt den Moraltest nach einem Nahkampf, wird sie vom Feld genommen. So, nach diesem Schnelldurchgang durch die Regeln kommen wir zu der großen Frage. Und was für Armeen kann ich jetzt eigentlich spielen? One-Page Rules bietet euch eine ganze Reihe an Armeelisten an, von denen viele wie durch Zufall wunderbar durch Modelle aus 40k, Age of Sigmar oder auch Warhammer Fantasy dargestellt werden können. Bei Grim Dark Future gibt es zum Beispiel neben den allseits beliebten Battle Brothers und ihren kampfkraftgesteigerten Brüdern, den Prime Brothers, auch Space Elfen, Robot Legions, Machine Cult, Wormhole Demons und so weiter. Aber auch ein paar exotische Armeelisten wie die Redman Clans und die Dwarf Guilds. Außerdem bietet One-Page Rules für Patreon-Unterstützer auch eigene 3D-Druckdateien an, die wir eventuell nochmal in einem eigenen Video behandeln. Patreon-Unterstützer bekommen außerdem Zugriff auf die erweiterten Regelbücher der einzelnen Systeme. Die sind zwar dann bedeutend länger als eine Seite, enthalten aber nochmal einen Haufen optionale Sonder- und Zusatzregeln, die man zwar nicht nutzen muss, die das Spiel aber interessanter gestalten können. Außerdem können Sie den Punktekalkulator für Einheiten nutzen, um zum Beispiel eigene Einheiten zu erschaffen. Und Ihnen steht eine Auswahl an Missionspaketen und narrativen Kampagnen zur Verfügung. Wenn euch das Fieber gepackt hat, schaut bei Patreon vorbei, es lohnt sich.
Okay, kommen wir zum Schluss. Pro und Contra. Für Menschen, die auf ein komplexes Meta stehen und tonnenweise Sonderregeln, ist Grim Dark Future wahrscheinlich nicht das richtige Spielsystem. Die Einheiten sind runtergebrochen auf zwei Werte. Es gibt nur sehr wenige Sonderregeln für die Einheiten. Sie passen genau genommen auf eine Seite, passend zum Namen der Systemreihe. Wer Bock hat, sich durch mehrere Seiten Codex zu wühlen und da genau die eine perfekte Kombination rauszusuchen, die einen dann im Turnier den Sieg bringt, der wird leider herb enttäuscht. Denn auch Codices sind nicht mehr als 2 bis 3 Seiten lang und bestehen größtenteils aus Tabellen. Wer für seinen Fluff Zahlen und Regeln braucht, der wird wahrscheinlich lange suchen. Für den ist es nichts. Aber für mich liegt darin auch persönlich genau der Vorteil. Das System ist unglaublich simpel und schnell. Kein langes Wühlen in Büchern, keine x-te Sonderregel, kein Power Creep, dafür ein extrem gutes Balancing. Egal welche Armee man spielt, man hat nie das Gefühl, dass die eine irgendwie groß überlegen ist, weil sie jetzt gerade einen neuen Codex hat. Und da, wo das fehlende Meta den Turnierspieler vielleicht abschreckt, weil es eben keine ausgefuchsten Kombinationen gibt, die man irgendwie rausfinden kann, ist es persönlich für mich, für so einen Bier- und Brezel-Spieler, super. Denn es ist einfach, es geht super schnell von der Hand, man muss nicht lang blättern. Und ich kann trotzdem meine hübschen, bemalten Lieblingsplastikpüppchen über den Tisch schieben. Und zwar so schnell, dass ich in der Zeit, wo ich sonst ein 40k-Spiel spiele, locker 2 Spiele mit One-Page-Rules hinbekomme. Und ich habe meinen Kopf frei von allen möglichen Sonderregeln und kann mir stattdessen vorstellen, was der coole Fluff ist hinter diesen kleinen Plastikfigürchen, die ich hier über die Matte schiebe. Wenn es euch nun gepackt hat, schaut vorbei bei onepagerules.com und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht Spaß beim Ausprobieren. Ciao!